Sie war wohl einer der mächtigsten Hexen der gesamten Harry-Potter-Geschichte, die Voldemort alleine Paroli bieten konnte und sich einen richtigen Kampf mit diesen lieferte. Und doch war sie so unscheinbar. Selbst der größte Zauberer seiner Zeit, Albus Dumbledore, lobte ihre magischen Talente als großartig. Lord Voldemort sah es als nötig an, sie selbst zu ermorden. Eine Ehre, die nur ganz wenigen Zauberern zuteil wurde, da sie als wahrscheinlichster Ersatz für den ehemaligen Zaubereiminister Cornelius Fudge und gleichzeitig als einer der größten und mächtigsten Hexen ihrer Zeit angesehen wurde. Selbst Minerva McGonagall vollbrachte es nicht, Voldemort alleine Paroli zu bieten und bekam Unterstützung von Flitwick und Slughorn in einem 3-gegen-1-Duell während der Schlacht um Hogwarts. Die Rede ist von der ehemaligen Leiterin der Abteilung für magische Strafverfolgung, Amelia Susan Bones. Denn